So, jetzt machen wir noch eben schön ein Foto. Moment, ich muss mal eben kurz drehen, damit man das sieht. So, warte mal. So, einmal Foto. Zack. Können wir da mit Ihrem Hubstapler machen? Nee, ne? Ja, das muss ja hier hingelegt werden. Das ist eigentlich irgendwie ein bisschen Schwachsinn. Warte mal. Es ist so blödsinnig, weil es erst dahin gelegt werden muss und dann kann es verarbeitet werden. Also das finde ich schon irgendwie ein bisschen... Aber ich versuche da mal mit dem Ding hier zu machen. Steffin? Mit dem Hubstapler, ja. Hier, gehen Sie weg. Ja, ich bin dann. Oh ja, Steffin. Ja, man kann ja mal verdienen. So, warte. Ich lade das mal auf. Ja. Ja. Weil das muss ja dahin gepackt werden wieder. Das ist ja alles blödsinnig eigentlich. Chefin? Machen Sie mal Ihre geliebten Spundwände offen. Ja, bitte. Einmal die Spundwände. Jawohl, die Spundwände sind offen. Ja. Sehr gut. Stehen Sie denn hier so rum? Hallo? Ja. Was stehen Sie hier so rum? Ja. Ja. Was für eine Antwort, ey. Was stehen Sie hier rum? Ja. 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 Ich glaube, ich kann die auch übereinander stapeln wieder. Glaube ich. So viel wie ich das weiß, kann ich die ja. Wir schauen das gleich mal. Oh, ich habe hier einen Kaktusvogel gehabt. Kennen Sie den? Kaktusvogel jetzt mit aber. Ja, ein Kaktusvogel. Der hat gerade gemacht. warten Sie, Sie waren gerade da. Ja. Können Sie den anderen da oben drauf? Na, nicht oben drauf, erstmal daneben, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das Porsche. Sicher. Sicher das. Sicher, sicher? Sicher. Passen Sie mal auf jetzt. Ich schwenke jetzt mal ein hier. Ein Einhorn. Warten Sie mal. Jetzt gucken wir uns das mal an, ob das passt. Jetzt drehe ich den mal so ein. Wenn das die Gewerkschaft sieht. Ja, das stimmt allerdings. Noch nicht mal die Gewerkschaft. Wenn ah! Ja, genau sehen dat. Sie? Genau das. Genau das ist es wieder gewesen. Wir brauchen noch nicht mal die Gewerkschaft sehen, sondern... Ach du Scheiße, wir haben mal wieder Riesentheater, ey. Guck mal, kann man sogar da drüber sitzen. Kommst wieder in Erklärungsnot, ey. Ja. Ganz an die Spundwand ran, bitte. Ja, wenn es geht. Don, ganz an die Stirnwand. Macht er nicht. Ja, dann lassen Sie ihn. Jetzt sei denn, ich kann ihn noch mal ein bisschen einknicken. Ja, Sie können den anderen ja da drüber, nicht so nah ran. Ist gut, ja. Ist gut. Ja, ist egal, gut. Komm. Lass ihn flumpsen. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, schon den großen Kran gleich aufbauen. Was? Weil ich muss die ja eh abladen. Oder der lehnt mich direkt ab. Dann brauche ich das nicht noch absetzen. Oder müssen die unbedingt abgesetzt werden? Ja, die müssen abgesetzt werden. Ah, ist das ein Kack, ey. Ja, zeigt das schon an. Wo hätten Sie es denn gerne? So, machen Sie wieder Ihre Wände zu? Jawohl. So, dann stelle ich mich mal dahin und dann kann der... soll ich die erstmal abladen dann da? Ja. Okay. Das ist ja Schwachsinn. Man hat man wohl verpasst, den Ladebereich dann wohl hier zu machen, ne? Also naja, gut, aber wenn das hier auch noch gebaut wird, ist das ja Quark. Quark? Das gehört ja alles zur Baustelle. Macht ja keinen Sinn, dann den Ladebereich in der Baustelle zu machen, verstehen Sie? Ja, schon richtig. Weil das hier wahrscheinlich auch noch gekieselt wird. Oder so. Gekieselt? Oder hier kommt die... Nee, wissen Sie was? Hier kommt die Tribüne hin. Die kommt oberhalb. Die kommt oberhalb von diesen Dingern da.
Hier wird die Tribüne hinkommen. Genau. Und deshalb macht man hier keinen Ladebereich. Deshalb hat man den Ladebereich da hinten. Ist ja logisch. Die Südtribüne, genau. Für die VIPs. Verstehen Sie? Mhm. Erwähnen Sie nie wieder Südtribüne. Genau. Wagen. Wagen Sie sich das nochmal zu sagen. Was denn? Ja, nie genau, mehr wieder. Drehen Sie einmal, ja, ja, weiter. Dreh. Und weiter drehen, weiter. Jetzt langsam runter. Jawohl. Nie wieder Südtribüne. Was ist denn daran so schlimm? Soll ich die Zähne abfaulen? In jedem Stadion gibt es eine Südtribüne. Nein, das heißt, bei Auswärtsspielen sitzt man sogar da. Ja, was ist denn daran schlimm? Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man bei Auswärtsspielen auf der Südtribüne sitzt. Nicht? Nee. Also nicht da. Okay. Aber da hat die keine Ahnung von. Nein, deshalb hat sie nicht. Da auf keinen Fall, nee. Nee, da, also da ganz bestimmt nicht. Da will ich noch niemals den Fuß reinsetzen. Ich möchte da noch nicht mal reinkotzen. Oder so. Hat in jedes Stadion eine Südtribüne, nicht nur dieses? Das hat nichts damit zu tun, dass es jedes Stadion eine Südtribüne hat, aber Fakt ist, dass das ja, ist egal. Das ist jetzt... Wir lassen das jetzt so stehen. Wir lassen das jetzt einfach mal so, wie es ist. Out of the box. Oi, 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 oi. Was haben Sie denn? Ich hätte die Spundwände auch runtergemacht, wenn Sie das gemacht hätten. Können Sie sich Ihre Spundwände mal irgendwo hinschmieren, ey. Warum sagen Sie das jetzt? Da habe ich jetzt eigentlich mit gerechnet. Warte, lass mich erstmal rausfahren. Du bist so sexy and I know it, ne? So. Ja, ja. So, Finchi, du kannst loslegen. Moment, ich dreh mal hier so rein. So, so, so und so. So, soll ich schon rausgehen? So. So, weiter geht's. Die letzten Prozente. Ja, kommen Sie jetzt hier ran, hier. Ja, ich bin da drin. Bereich okay. Räumen. Ach so, ich kann räumen, okay. Klack. Da okay. Das Dach wird gesetzt, meine Damen und Herren. Es wird spannend. Aber Finchi hat da drauf. Ich weiß, dass er das kann. Also, Sie meinen also, das Spiel hat mir die drei Reihen nur gegeben, weil sie wussten, dass ich das nicht so drauf habe, ja? Ich wollte, dass Sie es nicht so genau sagen, oh, aber... Da, guck mal, da oben ist es. Da kommt das erste Element eingeflogen. Denken Sie an die Wand. Mhm. Ja, Chefin, denken Sie dran. Da kommt eine Plane drüber, ne? Waren das nicht Ihre Worte gerade? Nein, die Steckdosen. Die Steckdosen müssen ja auch abgedeckt werden, ne? Ich weiß schon. Aber schön mit dem Schatten da auf der Wand. Passt der überhaupt? Aber wenn er den eindreht, ja. Nein, ich meine hier an der Dingensbums. Der Schatten. Der Schatten an der Wand, verstehen Sie? Schatten an der Wand. Oh, Schatten an der Wand. Genau. Shadow on the wall! Shadow on the wall! Gehen Sie auf die Bühne, Ochs. Los, ab auf die Bühne hier. Nein, 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 nein. Oh, 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 ja, setz ab! Setz einfach ab. Schwupps! Oh, guck mal, wie das glitzert. Glitzert das? Ja. Oh, ich will sehen, wie es glitzert. Ehrlich? In gewissen Abständen sehen Sie es unten durchglitzern. Oh, ja! Ja. Oh, ja! Es glitzert. Guck mal, wenn Sie hier stehen. Oh, wie das glitzert. Oh, yo! Oh! Ne? Oh. Oh, ja. Bleib so stehen. Oh Gott. Fotomodus. Oh, es geht. Ja, wenn der gehen so. Würde, geht wieder nicht. Leute, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Der glitzert.
Da kommt die nächste. Es kann nicht sein, dass es nicht geht. Dauert aber ganz schön lange beim Finchi. Und dann macht er doch die Wand kaputt fast. Aber nur fast. Vorsicht! Ich glaube, es passt schon. Oh, wie das glitzert. Oh! So, jetzt glitzert es gar nicht mehr, ne? Ne, jetzt ist, hat sie ausgeglitzert. Ja, jetzt haben sie kein Foto vom Glitzer. Ne, ich habe ja sowieso kein Fotomodus wieder. Ach Leute, bitte, das ist doch nicht lustig. Jetzt ohne Kack, das ist nicht lustig. Man möchte ein schönes Foto machen, ne, um sich da auf ein Thumbnail zu machen. Und was ist? Mal geht, dann geht mal wieder nicht. So wie das Spiel gerade mal Bock hat. 6 Stück sind das? Echt? 6 Stück? Kann das sein? Sehr interessant. Ja, das Spiel hat viel Bock. Oh, 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 oh. Was war das denn jetzt? Hat er die jetzt abgesetzt? Ja. Okay. Ja, sah komisch aus. Ja, sieht immer noch komisch aus. Nee, bei mir nicht. Bei mir liegt das alles einwandfrei. Okay. Vielleicht müssen wir zwischendurch einfach mal eine Pause machen. Mal raus wieder aus dem Game und wieder neu starten. Das kann ja sein. Ja, wir machen doch jede Folge eine Pause. Also ja, nee, wir machen, wir sind trotzdem im Spiel drin, ne? Nein, nein, nein. Das wissen die Zuschauer doch nicht. Natürlich. Quatschen sie doch nicht. So. Ich habe keinen Fotomodus. Da finde ich jetzt, sagen sie auch mal was. Ja, wenn er dort Kacke findet, findet er Kacke. Genau. Ja, wenn er da nach Kacke sucht, dann findet er immer Kacke. Ist doch wohl logisch. Ja, aber ist doch Fakt, wenn dann ein Fotomodus drin ist, muss ja auch funktionieren. Gilt vielleicht fürs Auto, aber doch nicht für... Doch. Das ist meine Meinung. Wenn das gehen muss, muss das gehen. Wird noch gefixt. Ach so, ja, okay. Das wird noch gefixt. Ich glaube, wenn er die letzte Platte setzt, dann sind wir fertig hier. Könnte sein, ja. Kriegen wir noch in diese Folge rein. Auf jeden Fall. Mit dem Abschlussgespräch. Jetzt werden sie aber nicht, jetzt werden sie aber nicht überheblich, ja? Moment, da haben sie mit angefangen. Sie haben gesagt, ja, oh, Finch, das ist ein bisschen langsam, ne? Das waren sie schuld. Moment, das war vor... Sie sind Platten? Schuld. Fotomodus? Immer noch nicht. Schlimm. Es geht nicht. Warte mal, vorhin da hinten ging es, ne? Warte mal. Das hat damit zu tun, dass ich im Arbeitsbereich stehe. Kann das sein? Also, ich stelle mich jetzt mal hier oben drauf. Jetzt werden hier unmöglichsten Gedanken wahrgenommen. Ja, kann doch sein, ey. Man weiß es doch nicht. Ich weiß jetzt nicht, was daran so falsch ist, dass ich das sage. Kann doch sein. Rotomod? Ja. Na gut. Kommen Sie mal hier drauf, Herr Hox. Nee, ich bleib hier. Dann können Sie von hier oben ein Foto machen. Das geht ja nicht. Steffi, gehen Sie mal da weg. Genau. Warum? Weil ich den anderen Punkt nicht sehe. So, jetzt. Das liegt an Ihrem Winkerarm. So, langsam, langsam, nicht zu schnell. Chefin, das ist Ihr Winkerarm, der alles... Hat der das von alleine umgestellt wieder? Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Kamera? Nee, immer. Fängen Sie an, Sie spielen mit dem Leben der Chefin. Das hättest du nicht sagen dürfen. Schmeiß sie runter. Schmeiß sie runter. Hä? Aktuelle Belegung? Mimü. So. Zuweisen. Geht nicht. Geht auch nicht. Okay.
So, letztes Stück. Das hätte ich mal einen Fehler gemacht. Kein Foto mehr. Bleiben Sie drin in dem Bereich, genau. Uli wird jetzt fertig sein. Klack. Können Sie mich hier mal runterholen? Hallo? Hallo? Hallo, ja. Spring doch runter. Hallo. Sie müssen aber auch überall mit ihren Schwimm- und Kletterfüßen, ne? So, der Finchi fährt jetzt erstmal seinen Kran runter. Und dann haben wir gleich die Nachtbesprechung. Die Nachtbesprechung? Die Nachtbesprechung. Ich bleib mal noch hier drauf. Oh, ich würde so gerne ein Foto machen. Ich kann kein Foto machen, sondern Scheiße! Das nervt. Ja, dann mache ich gleich ein Foto. Ja. Genau. Jetzt kann ich. Leck mich doch am Arsch. Was soll denn das? Also, ich verstehe das nicht. So, warte. Ich komme mal Stücke zurück. Genau. Und jetzt mache ich nochmal ein Foto. Das reicht dann aber auch. Zack, Foto gemacht. Zum richtigen Zeitpunkt Foto. So, ich gehe runter. Finchi ist da. Nee, noch nicht, ne? Wir warten noch auf Finchi. Ja. Warum müssen Sie denn jetzt mit Ihrer Hackfresse hinkommen? Passen Sie mal auf, Herr Hoxton. Mit Ihrem Mitgesicht, ja? Was? Wir müssen, glaube ich, mal ein ernstes Wort miteinander reden hier. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum Sie es ernst zu mir sagen, aber... Nur weil Sie einen Kopf haben wie eine Zwiebel, müssen Sie mich nicht mit Ihren Mettbrötchen ärgern, ja? Kopf wie eine Lassen Zwiebel, ja? Also sowas. Gut, dass Sie das sagen. Gehen Sie von der Baustelle runter mit Ihrem eckigen Arsch. Katsching. Katsching. So, ich werde mal mit dem Direktor sprechen. Ja, komm. Hinchen, ja. Komm, wir sprechen mit dem... Oder Sie sprechen. Ja, natürlich. Man kann sich die Dramen regelrecht vorstellen, die sich auf dieser Bühne abspielen werden. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man eine Holzkonstruktion derart passgenau an eine stark gealterte Burgmauer gesetzt bekommt, ohne dabei den altertümlichen Charme aufzugeben. Im nächsten Schritt müssen wir die Zuschauerbereiche mit einer Stahltribüne erweitern. Jawohl. Natürlich möchte ich die Sequenz sehen. Hey, guck mal da, sind sie doch. Hey. Oh, die klatschen sogar, guck mal. Tja, Freunde, das war's. Jawohl, ja. Geschafft. War jetzt mal eine kürzere Folge wahrscheinlich. Ja, gehe ich auch mal von aus. Wir gehen mal runter. Hier ist Huibu, das Schlossgespenst. Huibu! Du Huibu? Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, so die Gestaltung ist ja cool, wenn der Fotomodus richtig funktioniert. Aber ich schon... Ja, danke! Danke, hier ist der Herr Finch. Dankeschön, danke. Ja, dankeschön. Danke. Der Herr Finch, das ist der Herr Finch, ja. Herr Finch, jetzt singen Sie mal. Ein Riesenapplaus für den Herrn Finch, know, jawohl. Jawohl. Ja, danke. Ja, danke. Danke, wohl. Ein Riesenapplaus für die Rocklady. Ja, hier, da jawohl. Die Rocklady. Jawohl, danke, jawohl. Danke, danke. Oh, guck mal, jetzt klatschen so fast alle. Aber jetzt ein Riesenapplaus für den Herrn Hoxton. Jawohl, ja, danke schön, danke schön. Wir freuen uns auf die... Jetzt klatscht keiner. Da hinten klatscht einer. Jetzt hier, für den Herrn Hoxton ja, nochmal eine extra Zugabe. Dank. Jawohl. Ja. Ich würde mal sagen, Leute, wir gehen jetzt mal nach oben. Jawohl. Und in der nächsten Folge übernehmen wir dann den nächsten, ne? Den nächsten Bauabschnitt, würde ich mal so sagen. Die Südtribüne. Die Südtribüne. Hier, schön im Stühlchen sitzen hier. Ja. Herrlich. Wäre schön, wenn man sich hier reinsetzen könnte. Aber eine kürzere Folge. Ja. Wir haben den. Jetzt gleich kommt der vorletzte Bauabschnitt der Burgfestspiele. Genau. Und dann haben wir das durch. Und dann haben wir das durch. Und dann lasst euch überraschen, was das nächste. So sieht's aber aus. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Noch also. Lange nicht. Aber ich möchte noch ein Foto machen. Kleinen Moment, ich gucke mal. Das geht. Können Sie später machen. Nee, geht auch nicht. Also, Leute, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.